Tag und Nacht kommen tausende Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine am Berliner Hauptbahnhof an. Der Hilfebedarf wächst stetig. Immer mehr Freiwillige gehen spontan zum Ankunftszentrum im Untergeschoss und fragen, wie sie helfen können. Tatsächlich kriegt man in Berlin mit, dass es eskaliert, dass nicht alles so im Griff ist, wie das vielleicht wirken könnte. Also ohne die, also die arbeiten hier mit 100 freiwilligen Helfern am Tag und mindestens 30 in der Nacht. Ohne die würde das hier nicht funktionieren und irgendwann entscheidet man sich dann dazu zu stoßen. Das dachten sich auch Svetlana und Taja. Sie warten am Gleis und wollen sich nützlich machen. Auch eine Unterkunft könnten sie anbieten. Die pinken Warnwesten hatten sie sich selber besorgt und fallen auf. Der Sicherheitsdienst weist sie darauf hin, dass sie sich an ein Protokoll halten müssen und sich erstmal anmelden müssen. Wegen Chaos und negativen Vorfällen haben sich nämlich kurzfristig sowohl die Regeln als auch die Sicherheitsmaßnahmen am Bahnhof verschärft. Sie sind plötzlich organisierter. Vor einigen Tagen war das nicht so. Da konnte man einfach irgendeine Weste tragen. Die ersten Male bin ich sogar ganz ohne Weste gekommen und habe einfach Leute eingesammelt. Wenige Wochen nach seiner Gestaltung scheint das improvisierte Ankunftszentrum an seine Grenzen zu stoßen. Genau dieser Vorfall von den zwei Frauen ist genau das, was es für uns so schwierig macht. Wir hatten das ja vorher alles komplett privat organisiert, da war das alles möglich, da war das auch überhaupt nicht schlimm. Dadurch, dass es aber Vorfälle gab, dass im Endeffekt muss man so klar sagen, Menschenhändler hierher gekommen sind mit schlechten Intentionen, die Leute zu sich nach Hause oder wo auch immer hingeholt haben, weil es einfach nicht nachvollziehbar ist, wer hier hinkommt und wer nicht, wurde das jetzt hier komplett untersagt am Hauptbahnhof. Und dadurch werden eben auch Leute dann leider nicht gut behandelt, die es eigentlich nur gut meinen. Aufgrund der großen und spontanen Hilfsbereitschaft kommt es mittlerweile vor, dass sich mehr Helfer als nötig melden. Manche werden zurück nach Hause geschickt. Was dringend fehlt, sind Unterkünfte in Berlin. Viele Geflüchtete aus der Ukraine reisen am frühen Morgen in andere Städte weiter. Statt bei Einwohnern oder in Messehallen schlafen einige Menschen in diesen Waggons, bevor sie ihre mühsame Reise fortsetzen.